Ich würde gerne noch ein wichtiges Thema angehen. Stress im Alltag, Stress im Beruf, Familie etc. und so weiter und so fort. Und ja, ich versuche ja selber auch den Menschen zu vermitteln, irgendwie mit diesem Stress umzugehen. A, ich versuche nicht immer an die Wurzel zu kommen, sage, okay, was ist jetzt, was hat es ausgelöst, etc. Muss nicht immer sein. Ja? Genau. Sondern ich sage, okay, der ist da, ja, und man kann es annehmen, dass ich sage, ja, ich habe jetzt in diesem Moment Stress und ist auch okay. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, dass man Stress hat, weil es gibt ja auch positiven Stress. Ja. Ja? Ich glaube nur, wenn man das, wenn der Stress nicht aufhört, ja, dann kann es natürlich negative Auswirkungen haben, ganz klar. Was sagst du deinen Klienten oder deinen Freunden, deiner Familie, wie gehst du selber mit Stress um? Was machst du, um, ich sag mal, den Stress zu bewältigen oder ihn auch nicht zu bewältigen? Genau. Ja. Also Stress ist ein ganz schönes Thema. Ja. Das habe ich jetzt in den letzten 2 Jahren auch nochmal studiert, vielleicht, kann man das vielleicht so ausdrücken. Ja. Also das heißt, ich habe ein bisschen was drüber gelesen, wie sieht denn das die Wissenschaft? Habe für mich innerlich gefragt, welche Informationen, Botschaften kriege ich dazu, wie fühle ich mich bei Stress, habe eben meine Freundin und Bekannte beobachtet, wie reagieren die denn so bei Stress oder aus welchen Gründen haben sie Stress. Und dann habe ich eben für mich auch geguckt, was löst es aus, also, weißt du, eben dieses, was kannst du auch tun, wenn du gerade im Stress bist, weil wenn wir im Stress dann endgültig gelandet sind, merken wir es ja dann erst. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt wissen, in 5 Minuten habe ich Stress. Ja, stimmt. Sondern wir wachen ja erst auf, wenn wir dann abends irgendwie ins Bett fallen und denken, oh nein, das ist ja voll stressig gewesen. Oder irgendwie ein Meeting hatten oder so. Also was ich dann auch mache oder weitergebe, wenn jetzt jemand anruft oder wenn jemand da ist, der Stress hat, das ist, man sieht es ja, der ist ja total zirp, so wie geladen, wie als würde gerade vom Stromstecker die Energie aufsaugen, dann gehe ich auch immer auf die Herzensebene. Und dann spreche ich gar nicht, wie war dein Tag oder sowas zum Beispiel, wenn er jetzt ein Freund ist oder sowas, sondern also bei mir läuft es wie automatisch energetisch dann durch. Das heißt, alle, die bei mir sind, die kommen irgendwie runter, weil ich das automatisch so auch die richtigen Fragen dann stelle. Dann frage ich nicht, wie war der Tag? Dann frage ich, okay, hast du heute was gegessen? Was hast du gegessen? Hat dein Körper vielleicht Durst oder so? Also ich frage nicht, hast du Durst, sondern ich frage, braucht dein Körper Wasser? Weil hast du Durst, ist so nein. Aber wenn ich frage, braucht dein Körper Wasser, dann ist so, ich glaube schon. Ja, gerade ein bisschen, ja. Genau. Okay. Genau, siehst du, das ist dann so, wenn ich dich frage, hast du Durst, ist so, kann ich auch vielleicht in 5 Minuten oder in 10 Minuten, aber wenn ich frage, braucht dein Körper Wasser, dann merkst du sofort, stimmt, ich brauche sofort was. Also ich gehe dann immer darauf, erstmal auf die Bedürfnisse. So ist es bei mir in der Familie einfach. Aber wenn jetzt jemand wenn Menschen zu mir kommt und wirklich was für sich haben möchte, dann gucke ich, was sind einfach die Triggerpunkte. Also es gibt nicht wirklich so eine Übung, die ich weitergeben kann, sondern wieder so dieses, was lebst du denn eigentlich? Lebst du den Beruf, den du ausüben möchtest? Ja. Also deinem Herzen wirklich folgen. Und manchmal hat man eine Beziehung, die ganz gut funktioniert und einfach schön ist, aber so dieses dahinter steht. Das ist so dieses, es ist nicht wirklich der Mensch, mit dem der mich innerlich berührt oder der mich weiterbringt, vielleicht auch so, egal wie die Beziehung aussieht. Manchmal ist sie sehr harmonisch und man fühlt sich toll. Manchmal braucht es Streit, manche brauchen das einfach, damit man sich am Leben fühlt. Ja, das ist einfach so. Das gehört einfach dazu. Man muss sich irgendwie, das ist dieses Beispiel mit diesem Diamanten. Ein Diamant ist ja erst ein Diamant, weil es gepresst wurde, weil es ja irgendwas ausgehalten hat, weil es was erlebt hat. Ne? Und eine Beziehung hat es ja auch. Es kommt immer irgendwie Druck rein und man lässt es irgendwie aneinander aus, also aus Versehen, sage ich mal.
Aber man kann ja immer noch danach herkommen und sagen, okay, drüber reden, Kommunikation. Mhm. Und so ist das dann, wenn eben dieses frag dich, was lebst du? Lebst du deins? Es ist nicht immer, der Stress kommt nicht immer von diesem Zeitdruck, das habe ich getestet mit Absicht. Ich habe mich mal, also ich habe meinen Tag mal so durchgetaktet, um zu gucken, ist es denn so? Kommt der Stress, weil man so einen Zeitdruck hat? Ja. Und dann habe ich gesehen, nö. Also mein Körper ist es wurscht, ob er jetzt 2 Minuten für irgendwas braucht oder in 3 Minuten irgendwo sein muss. Das mache ich. Ich mache mir den Stress. Sprich, hausgemacht. Hausgemacht. Ja. Gut, ja. Ja, also das heißt, es kommt natürlich darauf an, wie ist dein Leben. Das kann man ja pauschal so nicht sagen. Ja, aber okay. Stress ist ganz oft hausgemacht. Das habe ich dann für mich dann auch festgestellt, wo ich dann am Vormittag lauter Termine hatte und dachte, hey, ich bin immer noch nicht gestresst. Was ist denn los? Mhm. Also ich dachte, man ist schnell gestresst, wenn man so viele Termine hat. Mhm. Und dann habe ich den Körper mal eben so, dann habe ich eben geguckt, was, okay, also jetzt muss ich mal gucken, wie geht denn Stress? Ja. Oh Gott, das also ist ja, spannend, okay. Nein, bei mir, ich gestalte meinen Alltag wirklich so, also zu 80%, dass ich wirklich so leben kann, wie es mein Körper braucht, wie es mein Herz braucht, wie es meine Familie braucht. Und dann habe ich das eben getestet, okay, was bringt mich in Stress? Mhm. Und dann habe ich das eben gesehen, wenn ich Anforderungen habe, die gar nicht passen, wenn ich irgendwelche Vorstellungen habe, die gar nicht passen. Mhm. Das heißt, ich habe die Vorstellung, ich muss um 14 Uhr an dem Ort sein, aber ich muss irgendwie eine Leistung bringen oder sowas, wo gar nicht gefragt ist. Also das heißt, wir sind unterbewusst so am sich uns selbst Druck machen, dass dann der Stress kommt. Ich weiß genau, was du meinst. Das habe ich jetzt die letzten Tage bei mir auch beobachtet und habe mal geguckt, okay, gut, was ist denn für mich im Prinzip diese Bedrohung? Ja, oder was ist denn da, was mich so, ich sag mal, mich irgendwo aufregt? Mhm. Ja, was ist es denn wirklich? Ja, im Prinzip sind das nur meine Gedanken zu diesem Thema. Mhm. Es ist nicht der Weg dorthin. Ja. Es ist ja eigentlich egal, wie lange es dauert. Ja, auch als wir hierher gefahren sind, es war erstmal schönes Wetter. Dann hat es ein bisschen geregnet. Ja. Dann hat es angefangen zu schneien. Unglaublich. Wo ich gedacht habe, okay, das hört jetzt gar nicht mehr auf.